Recht herzlich willkommen zur 19. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, wir wollen Inverness wieder frei machen und Ansprüche von der Bretagne. Okay, und Inverness ist schon frei. Gehen wir mal nach Aberdeen rüber. Gucken, dass wir da auch was schaffen. Kriegsmüdigkeit kommt wieder hoch. Machen wir wieder runter. Kriegen wir hier noch was geändert? Können wir da die Rebellen unterdrücken? Okay, macht auch Sinn. Und da sind auch noch welche, schottische Nationalisten. Okay, das wird schwierig, aber wir werden da dran bleiben müssen. Die Franzosen wollen uns 63 Dukaten abnehmen. Das haben wir befreit. So, dann marschieren wir darüber auf die Insel, auf die irische Insel. Ja, akzeptieren wir mal. Okay, wird auch besetzt. Da kommen wieder die Franzosen, die gar kein Geld diesmal wollen. Ablehnen natürlich. Kommen wir noch mit einem Gelddarlehen. Akzeptieren wir auch. Da kommt was zum Bauen. Ulster besetzen wir gerade. Großer Führer Francis Bradrock. Wir haben aber schon noch Dingens, ne? Ja. Armeeführer haben wir noch. Gut. Ja, Kredit verlängert, ist klar. Geht da noch was? Nicht wirklich. Inverness ist jetzt Kernprovinz geworden. Das haben wir gerade besetzt. Und das ist von den Nationalisten da besetzt. Die Franzosen möchten wieder was haben, aber kriegen nichts. Ablehnen. So. Zweites großes Darlehen verlängert. Okay, auch besetzt. Was geht hier? Geht nichts. Da gucken. Okay, ablehnen. Die marschieren da gerade hoch. Das wird auch eine Kernprovinz. Okay. Und da oben haben wir auch noch zwei zugange. Haben wir befreit. Weiter marschieren. Ist die Frage, ob wir die 33 da, ne? Das reicht, um die 20 zu zerstören. Weil so toll sind die Engländer ja nicht in der Mannschaftsstärke, ne? Ist die Frage, wo die hinlaufen, ne? Ich würde stehen bleiben eigentlich und gucken, ob die, ne? Ah, die laufen nach oben weg. Okay. Da kommt wieder was von den Franzosen rein. Ablehnen. Was haben wir hier? Ach so, okay. Provinz, ne? Okay. Ich würde mal hier hingehen. Jetzt wollen sie schon wieder Geld dabei haben. Ich gehe mal dahin. Ja, das hat geklappt. Wir sind drin und die kommen und das müsste dann funktionieren, oder? Die sollten wir schlagen. Gewonnen. Sunderland. Das ist oben Kernprovinzen geworden. Wir haben die Schlacht da für uns entschieden. Das ist auch super. Die wollen nichts an Geld mehr haben. Also das wird eigentlich besser. Gucken, ob wir hier noch was tun können, weil sonst erheben sich gleich die nächsten. Okay. Kriegsmüdigkeit nochmal senken. Können wir sogar doppelt senken, machen wir auch. Das ist von England besetzt. Kosten 5% weniger die Schiffe. Okay. Das ist klar.
Okay. Ja, jetzt müssen wir eigentlich wieder gucken, dass wir Truppen auflösen, ne? Sind sowieso zu viele, wie man gerade sieht. Was sind das für welche? Alles. Ne, zwei Pferdchen sind da dran und da. Da ist eins. Dann würde ich mal sagen, wir lösen diese Armee komplett auf. So, was haben wir hier? Prestige jährlich plus 1 und verlieren 5 Prestige. Das machen wir. Das haben da die Herrschaften der Franzosen zu erzählen. Doktor, warte mal, das muss ich mal gerade eine Pause machen. Ein Nachfolger von der Atmosphäre. Wie sieht denn das aus mit unserem Nachfolger? Oh, der war mal hier mit 6 vorne gesegnet. Ist 68 und der ist 34. Es wäre schon wichtig, den zu behalten auch, ne? Ja, ich möchte den schon gerne behalten. Oh, beinahe hätte ich das Falsche geklickt, ne? Ja, jetzt ist er doch gestorben. Konnten wir nicht ändern. Aber der ist schon 68, ne? Dann haben wir ein Problem. Gut, lass weiterlaufen. Finanziell, wie sieht es jetzt gerade aus? Plus 1,48, das ist gut. Die wollen jetzt 22 Dukaten. Einen Kredit aufgenommen über 267 Taler. Okay. Aber wir müssen jetzt mal gerade wirklich nach dem Geld schauen. Ja. Darlehen zurückzahlen. Das können wir wieder ablehnen. Die 16 Truppen schicken wir mal nach hier unten, glaube ich. Ist besser. Da wird noch blockiert, das ist auch gut. 5 Prestige. Wie sieht's Prestige aus? Naja, das nehme ich das Prestige. Papsteinfluss ist jetzt nicht unser Ding. Okay. Okay, die Provinz ist auch durch. So, da müssen wir mal gucken, was hier noch geht. Wie lange? Nochmal so. Der Frieden läuft. Bis 1524, 10 Jahre noch. Oh, das ist lange. Ablehnen und es ist hier nicht durchgekommen. Okay. Verlieren wir 10 Prestige und da Marinetradition. Zu wenig Sitze im Parlament. Okay, da können wir was dagegen tun. Schatzmeister, Inquisitor, okay. Dann müssen wir gucken, dass wir ein Parlaments machen. Hier Inverness, ne? Das war hier oben irgendwo, oder? War hier nicht das? Ach so, das liegt noch in einem Territorium. Warte mal, das muss ich jetzt mal hier dazu. Neuer Sitz im Parlament, das Volk von Somerset. Aha, okay. Okay. Und jetzt ist das auch weg mit dem Dingens, ne? Okay, alles gut dann. Das ist abgelehnt. So, wir haben das hier sogar noch frei, ne? Flämisch. Wer macht da? Holland macht da was drauf und Flandern wollen das haben. Das
Die Franzosen sitzen mit 29 Leuten hier. Religiöse Unruhen. Ja, haben wir, ne? Ablehnen. Maßnahmen ergreifen wir. Da. Zurück. Und jetzt sind es nur noch die letzten zwei. Naja, okay, das dauert halt, ne? Aber vielleicht gehen die Unruhen auch zurück, oder? Okay, das ist auch erledigt. Sechzig, sechzig, ne? Ablehnen. Ja, was machen wir jetzt? Das ist die Frage. Wen haben wir hier oben eigentlich noch? Norwegen? Oder wer ist das? Wir betrachten das als Kernprovinz. Nee, das wollen wir ja nicht. So, wer ist denn mit Schottland verbündet? Bretagne? So, da haben wir Ansprüche drauf. Bis 15 haben wir einen Waffenstillstand. Der ist ja jetzt gerade dann, ne? Die sind verbündet mit Burgund. Oh, das hört sich nicht gut an, ne? 213 verlängert. In Kwarakunlulu ist Bürgerkrieg. Auch schön, ne? Dann können wir doch mal gerade gucken, ob wir da noch einen Anspruch oder aufbauen können erstmal, ne? Schiffsspion gestorben. Spionagenetzwerk aufbauen. Und das verringern. Ablehnen. Und 46 Taler wollen sie da schon haben. Auch ablehnen. Erobert Artois. Wo ist Artois? Keine Ahnung. Wo ist Suchen? Ach so, das ist hier von den. Ich habe das gedacht, das wäre im Staatsgebiet der Franzosen gewesen. Ja, kann man gar nicht machen, ne? Was ist hier? Festigt unsere päpstlichen Beziehungen. Meinung von Kirchenstaat über England ist über 100%. Gleich viele oder mehr Schiffe als 20. Schwere Schiffe, wohlgemerkt. Also, Schiffe sind hier. 7 haben wir. Das sind reichlich, ne? 13 dazu. Und die müssen dann auch unterhalten werden, ne? Sechsundvierzig Dukaten. Oh, da brüstet man gerade auf, wie man sieht. Ich glaube, wir holen. Ne, die Truppe haben wir schon runtergeholt. Naja, genau. Das ist auch nicht verkehrt. 156 Meinung. Hier waren wir noch nicht durch. Päpstliche Beziehung. Kirchenstaat. Mein Freund über England ist ja. Kirchenstaat ist hier unten. Staatsmeinung ist 25. Ja, komm, dann können wir Beziehungen verbessern machen. Bestätigen und wir machen das dann mal, ne? Ja, gut. So, freien Beraterplatz mal. Wie sieht es denn überhaupt hier mit dem Geld gerade so aus? Verlängert, okay. Okay, Frankfurt. Oh, wir sollen das Britische Reich noch, können wir noch machen. Hast du höher als 10? Okay, das dauert also da auch noch.
Franzosen, das ist abgelehnt. Ja, wie wir das hinkriegen, weiß ich jetzt auch noch nicht, ne? Dass wir mit den Franzosen da mal nicht zusammenhängend sein müssen, ne? Die Schotten Darlehen zurückbezahlen, das geht. Die Schotten sind jetzt hier noch mit zwei kleinen Inseln, da müssten wir rübersetzen irgendwie dann, ne? Aufgebracht sind die. Ja, Beziehungen verbessern, Anspruch fingieren müssten wir da mal dann. Beziehungen verbessern mal, Spionagenetzwerk bauen wir da auf. Wer ist der Oberer? Britannia. Aber das muss noch ein bisschen mehr werden, bis das klappt dann, ne, oder? 25, okay. Können wir ablehnen. Die Schotten fahren da durch die Gegend, ne? Nur aufpassen, dass wir dann nicht zwischen zwei Fronten wieder geraten, ne? Stände, ja, was können wir da mit den Ständen machen? Interaktionen. Beitrag erbitten, das wäre Geld, ja. Ablehnen. Können wir senken, ja. Können wir sogar zweimal senken. Ja, 16 Truppen. Wie viel haben die Schotten? Die haben ja keine Truppen groß. 2, ne? Ja. Ansprüche müssen wir fingieren. 28 liegen da drauf. Das würde bedeuten, das geht jetzt, ne? Okay. Machen wir da einen Stopp. Habe ich jetzt für mich vertan? Ah, ich habe eben wohl was Falsches gemacht. Das war gar nicht das. Gut, dann nochmal weiter. Oh, jetzt wollen sie wieder mehr Geld haben, die Franzosen, ne? Hat aber nicht irgendwo übergesetzt, ne? Naja. Die sitzen schön in Paris mit ihren 29 Einheiten, ne? Ja, die Dänen, ne? Die sind auch so nett und wollen immer was von uns. Was ist denn hier los in Dänemark? Okay. Okay, das ist durch mit dem Parlament. Neuer Papst ist auch vorhanden. Die sind Böhmen, Sachsen im Krieg. Militärische Stufe ist 10. Darlehen verlängert. Flottenreformer ist gestorben. Machen wir da jetzt kein Spionagenetzwerk aufbauen? Oder habe ich das aus Versehen weggedrückt gehabt? Das kann auch noch sein, ne? Das ist erledigt. Oh, da machen wir Gerichte. Okay. Okay. Hier unten, das geht ganz schlecht nur, ne? So, Lowlands. Okay, machen wir das. Was haben wir denn alles hier so? Stände fordern Kontrolle über Provinzen. Sind das die Forderungen? Klerus. Großzügige Spende. Machen wir das so, oder?
Okay. Da dann kam da. Hier können wir wieder ablehnen. 44. Was machen die Kernprovinzen? Haben wir keine Gelder für. Passiert hier? 80% können wir aber unterdrücken. Wunderbar. Läuft, ne? Könnte man sagen, ne? Da geht auch noch was. Ah, dann mal los. 32. Einfluss. Ah, das haben wir geschafft. Gut. Verlängern. So, das weg. Das ablehnen. Der war schon weg. Egal. Hier können wir was machen. Verabschiedet die Uniformitätsakt. Missionsstärke plus 1. Was bringt mir das? Nix. Diplomatische Macht steigt dann. Was bringt uns das? Schiffswerft. Tier. Was war da schon wieder? Achso, das war. Ich möchte aber eigentlich gar nicht das. Wie ist denn dies hier? Aber ich glaube, das machen wir mal hier unten, ne? Das ist besser. Und die Beziehung zu denen verbessern wir mal auch. Gegenstaat, das hatte sich hier übrig, den nur abziehen, ne? Ablehnen. Ablehnen. So, jetzt müssen wir da schon wieder einen neuen Stuhl besetzen hier. Geht noch nicht. Fehlt einer, zumindest im Parlament, genau. Geht denn hier irgendwo was? Ja. Steuereinnahmen, produktionseffizient. Ja, komm, zack. Rekrutierungsmeister. Münster, egal, neuer Sitz im Parlament, Derby, okay, haben wir gesagt. So, jetzt ist das hier verdammt viel geworden. Jetzt müssen wir erstmal Pause machen, ne? Politischer Kampf des Klerus. Der Stand Klerus erlangt 10 Einfluss, derzeit 42 bis zum 20. Oktober, oder verlieren 72 Dukaten, verlieren 10 Prestige. Der Stand Klerus gewinnt 10 Loyalität, der Stand Klerus verliert 10 Einfluss. Kann ich mir gar nicht mit dem Geld leisten und Prestige möchte ich auch nicht verlieren. Komm, machen wir so. Frankreichs Forderungen liegen bei 23 Dukaten. Was können wir denn hier? Vasalliert Schottland. Ne, das lohnt sich nicht, ne? Österreich ist der Rivale unseres Rivalens. Das waren noch die 20 Schiffe, ne? Ne, Österreich. Ist mit 43 plus, das ist doch eine schöne Sache. Können wir doch hier schon mal machen, oder? Beziehungen verbessern, bestätigen und dann nehmen wir die Aufgabe an. Gut. Da können wir was machen. Einen Kolonisten kriegen wir dann, ja. Händler und Kolonist ist das, ne? Ja, dann nehmen wir den mal jetzt und dann gucken wir, was wir da machen können, oder? Okay. So. Zig Sachen gehen auf. Wir haben 99 Taler da oben. Kernprovinzen müssen wir auch noch wieder machen. Kostet uns am meisten. Lass mal nach Kosten sortieren. Machen wir mal so rum. Was geht noch? Das haben wir. Irgendwo könnten wir noch ein Highlands machen. Machen wir auch. Das ist wieder ein Sitz zu wenig.
Dann kriegen die einen Sitz. Ja. Okay, passt. Was ist das? Ach, die eingeborene Politik müssen wir jetzt machen, genau. Eingeborenen. Ja. Ja, das ist schwierig hier jetzt zu beurteilen, ne? Eigentlich müssen wir das friedlich angehen, ne? Ich glaube, wir nehmen die Mitte. Ja. Da können wir auch die Maßnahmen gerade ergreifen gegen die Rebellen. Und dann nochmal, doch, wird auch nochmal gehen, ne? Kriegen wir die mal nicht los, ne? Aber, naja. Gut, das zu. Das ist klar. Da hatten wir noch das hier, Missionsstärke plus 1. Missionarstärke. Na komm, machen wir. Ist das auch okay. So. Stände fordern immer noch was. Das ist der Klerus, der nicht zufrieden ist. Können wir da was geben? Zack. Passt. Und das war Option steucht, ja. Tut sie aber gar nicht, oder? Doch, okay. Kostet uns was, aber positive Dimension. Die Gruppe ändert sich jedes Jahr um 0,05. 0,02. Dann ist es so durch, aber 0,07. Wo ist er denn? Da ist er 0,02 aufgrund von, ja. Aber wenn ich das wegmache, nehme ich so viel Geld ein und ich muss erstmal die Kredite loswerden. Die Korruption steigt zwar, kann ich jetzt aber auch nicht ändern. So, Land ist im Krieg immer noch mit Frankreich, ist klar. Darlehen wird bald fällig. Ja, lass uns mal gerade da reingucken. Savoyen. 11 Kredite sind das, ist reichlich. 40. 25 tilgen wir mal sofort. Und die 40 tilgen wir auch sofort. Dann sind es nur noch 9, ne? Davon sind einige große. Oder mehr als einige große, ne? 213 ist schon Hammer. Gut. So, aber dann würde ich sagen, soll es auch erstmal hier reichen. Wir werden nächste Folge dann weiterschauen, dass wir irgendwie gegen den Schotten mal was machen können. Aber ich glaube, das sind noch 6 Jahre, die wir da brauchen, um dagegen anzukommen. Naja, aber dann müssen wir schauen. Okay, ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr nächste Folge dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.